Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels und ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule in Düsseldorf. Wie viele von Ihnen wissen, sind die Hochschulzentren von uns geschlossen wegen des Covid-Virus. Wir versuchen während der Zeit, den Vorlesungsbetrieb in den virtuellen Raum zu verlagern. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch wieder mehr Zeit, mich mit Videos zu beschäftigen. Ich habe mir für heute ein ganz besonderes Video vorgenommen, nämlich wie man Jura richtig lernt. Sie sehen die Mindmap hinten. Ich werde die Mindmap natürlich wie immer zum Download zur Verfügung stellen. Ja, steigen wir gleich ein. Vielleicht als Überblick die drei Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe. Ja, die Jura ist ja, oder die Rechtswissenschaft ist eine angewandte Geisteswissenschaft. Das heißt, wir lernen nicht nur bestimmte Dinge, theoretische Konzepte, sondern die Königsdisziplin besteht darin, dass alles, was wir an komplexen Wissen aufgebaut haben, dann eben auch in praktischen Fällen anzuwenden. Deswegen sind das die beiden Kernkomponenten, die man beim Jura-Lernen, ja, was man können muss am Ende des Tages. Und dann habe ich noch ein paar allgemeine Lerntipps unter dem dritten Punkt zusammengefasst. So, fangen wir mal an mit Wissen, weil ohne Wissen kein Anwenden. Ich glaube, das ist relativ klar. Was muss ich denn wissen? Was muss ich da beachten? Gerade wenn ich Anfänger bin, dann stellen sich mir ja einige Fragen. Und ja, also zunächst mal muss ich die Rechtssprache erlernen. Und dafür ist zunächst mal erforderlich, das ist die Grundvoraussetzung, dass ich präzises Deutsch beherrsche. Gibt dazu ein sehr schönes kleines Büchlein, das ich auch nochmal verlinke, von der Frau Hoffmann, Deutsch für Juristen. Das erklärt auch nochmal, worauf es besonders ankommt. Präzises Deutsch, dazu habe ich auch schon in dem Video zu wissenschaftlichem Arbeiten was gesagt, heißt eben nicht überkompliziertes Deutsch, heißt aber auch nicht Umgangssprache. Also das ist das Erste. Das Zweite, Fachbegriffe. Klar, man muss einfach ein paar Fachbegriffe beherrschen. Man muss wissen, was Eigentum ist, was versteht man unter einem Vertrag. Das Nächste sind dann die Grundlagen, die man erlernen muss, nämlich Strukturen, wichtige Vorschriften, Paragraphenketten und Definitionen. Das ist sicher das, was den meisten klar ist. Deswegen ist das Jurastudium auch so lernintensiv, weil man eben doch eine ganze Menge an Strukturen und Regelungskomplexen und Definitionen lernen muss. Man muss auch die wichtigen Vorschriften kennen, das heißt, man muss die dann nicht auswendig lernen, aber man muss wissen, wo ist zum Beispiel geregelt der Kaufvertrag. Das muss man auswendig lernen. Was dann auch wichtig ist, um überhaupt in die Möglichkeit der Anwendung zu kommen, ist, dass man typische Fallmuster erlernt. Also das sind so ganz einfache Fälle wie zum Beispiel, was sind eigentlich die Rechte des Käufers, wenn die Kaufsache mangelhaft ist, welche Art von Rechten hat der Käufer da oder was sind die wichtigsten Möglichkeiten, Schadensersatz zu verlangen, welche Möglichkeiten gibt es da. Es ist dann praktisch so ähnlich, es hängt zusammen auch mit den Regelungskomplexen, aber da eben schon so ein bisschen mehr von der Fallfrage her orientiert. Jemand möchte Schadensersatz, so welche juristischen Möglichkeiten gibt es da? Dann muss man sich mit einer Menge wichtigen Gerichtsurteilen auseinandersetzen. Das ist auch so eine Sache, man sollte eben immer versuchen, ja zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht die 10 wichtigsten, 20 wichtigsten, 50 wichtigsten Urteile zu kennen, vom Bundesgerichtshof zu verschiedenen Rechtsgebieten. Das ist ähnlich wie die Gesetze. Viele Gesetze kann man ohne Gerichtsurteile dazu nicht verstehen. Dann, und das ist praktisch jetzt die Fortsetzung, eben nicht nur Gerichtsurteile, sondern manchmal muss man auch wissen, was die Literatur dazu sagt. Wenn zum Beispiel Dinge noch nicht richtig ausdiskutiert sind, dann muss man eben nicht nur das, wenn es dafür zum Beispiel gar kein Gerichtsurteil gibt oder die Gerichtsurteile in der Literatur sehr umstritten sind, dann muss man dazu auch Streitstände lernen. Das werden Sie im Studium auch öfter noch mitbekommen, dass man zu bestimmten Fragen eben vier verschiedene Meinungen hat und die man dann auch alle in der Klausur geordnet abspulen muss. Und das Letzte hier sind die aktuellen Fragen von den inhaltlichen Dingen, die man lernen muss. Das zeichnet eigentlich auch den Juristen aus, dass er zu allen aktuellen Fragen, dass er die auch juristisch einordnen kann. Zum Beispiel jetzt bei Corona hat man ja auch viele arbeitsrechtliche Fragen, man hat Fragen aus dem Reiserecht und ja, von Juristen wird erwartet, dass sie zu solchen Fragen dann auch Stellung nehmen und dementsprechend sollte man sich persönlich eben auch damit beschäftigen. Welche Methoden muss der Jurist erlernen? Das waren jetzt eher inhaltliche Dinge, die ich Ihnen gerade genannt habe. Methoden. Wichtig, wie legt man Gesetze aus? Dazu habe ich auch ein extra Video gemacht.
Oder werde noch eins machen, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber Auslegung von Gesetzen, die vier Auslegungsmethoden hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Grammatische Auslegung, systematische, historische und teleologische Auslegung. Das muss man können. Das ist wie in der Schule bei der Gedichtinterpretation. Und dann muss man wissen, wie man Gesetze, wenn man sie denn ausgelegt hat, anwendet. Also mit anderen Worten, man muss die Subsumptionstechnik kennen. Man muss wissen, was ist der Gutachtenstil, was ist der Urteilsstil. Und auf dem aufbauend erlernt man dann die typische juristische Argumentation. Die typische juristische Argumentation mit Umkehrschlüssen, mit Argumentum ad absurdum, mit Erstrechtsschlüssen, mit Analogien. Das sind typische Argumentationsmuster, die man im Laufe seiner juristischen Karriere dann unendliche Male benutzt. Und wenn man juristische Texte liest, dann merkt man auch, wie oft andere diese wenigen Argumentationsmuster benutzen. Was man auch lernen muss, ist, wie recherchiere ich eigentlich juristische Fragen? Jura ist ja kein Handwerk und auch keine Lehre, sondern eine Wissenschaft und deswegen gibt es sehr viele wissenschaftliche Quellen. Man kann Fragen also nicht einfach so aus dem Gefühl heraus beantworten oder aus der Grundstruktur, die man selber sich so angeeignet hat, sondern man muss in der Praxis immer auch prüfen, was haben eigentlich andere, zu dieser Frage gesagt. Und um das zu können, muss man mit den wichtigen juristischen Datenbanken wie Beck Online und Juris umgehen können. Oder eben auch mal in der Bibliothek gewesen sein, sich mal Handbücher, Kommentare angeguckt haben und gelernt haben, damit zu arbeiten. Zu guter Letzt muss man auch noch eine Menge an Formalien erlernen. Wie schreibe ich eigentlich eine juristische Hausarbeit? Wie schreibe ich eine juristische Abschlussarbeit? Dazu habe ich ja ein ganzes anderes Video schon gemacht. Da gibt es eine Menge zu beachten, aber das ist im Prinzip einfach zu erlernen. Man muss es nur einmal gehört haben und dann eben ein paar Mal anwenden, dann kann man das auch. Tja, sind wir schon beim nächsten Begriff, anwenden? Wie lerne ich denn nun das, was ich gerade mir an Theorie in den Kopf gekloppt habe, dann auch auf den konkreten Fall anzuwenden? Und da gibt es ein mehrstufiges Verfahren. Und so ähnlich ist es im klassischen Jurastudium auch aufgebaut. Und wir an der FOM versuchen das natürlich auch, dass man mit leichten Übungsfällen anfängt. Also man fängt mit Fällen an, bei denen nur ein oder zwei abstrakte Probleme vorkommen. Und zum Beispiel beim Vertragsschluss oder der Frage, ob ein Vertrag wirksam ist, prüft man 134 oder ob die Vollmacht wirksam war. Also man versucht durch einfache Fälle die Grundstrukturen, das hatte ich hier oben ja auch, typische Fallmuster, man versucht durch die einfachen Übungsfälle sich typische Fallmuster beizubringen. Diese Fallmuster, das ist wie in vielen anderen Bereichen auch, wenn man lernt, Mustererkennung, es ist sehr wichtig, dass man sehr schnell in der Lage ist, aus Fällen diese verschiedenen Muster dann abzuleiten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man einfache Übungsfälle löst. Dazu gibt es auch ganz viele hervorragende Fallbücher von Hemmer, von Altmann, von Beck Verlag, von Niederle. Also da müssen sich, es gibt, ist auch egal, welches Sie am Ende kaufen, aber ich kann nur wirklich dringend empfehlen, dass wenn man mit der Juristerei anfängt, dass man sich zu jedem Fach, das man abstrakt durchnimmt, auch ein Fallbuch kauft und neben dem Strukturwissen auch dieses einfache, dieses Musterwissen aufbaut, dieses Lösungsmuster, Fallmusterwissen. Gleichzeitig lernt man dadurch auch die juristische Sprache natürlich besser kennen. Dann, was auch wichtig ist, um sich die Sachen einfach besser zu merken, ist, dass man immer versucht, Verbindungen zu eigenen Fragestellungen, zu dem, was man schon gelernt hat, wiederherzustellen. Dadurch schafft man es, die Dinge sich viel einfacher einzuprägen. Wenn man das Ding zu seinem eigenen macht und nicht sagt, oh, ich muss wieder Jura lernen, das ist irgendwas, was mich eigentlich gar nicht interessiert, sondern nein, das ist das, womit viele von Ihnen das weitere Leben verbringen und es macht auch unfassbar viel Spaß, wenn man da ja ein gewisses Wissen aufgebaut hat und deswegen immer wieder versuchen, eine Verbindung zu eigenem, das zum eigenen zu machen. Dann als nächste Stufe, wenn man also die Grundmuster kennt, dann kann man sich an komplexere Fälle machen. Komplexe Übungsfälle bestehen eben immer aus Problemen aus verschiedenen Rechtsgebieten. Das ist jetzt typischerweise beim Staatsexamen in Jura so, dass Sie da mit solchen Fällen konfrontiert werden. Und ich glaube, jeder, der aufs Staatsexamen zugeht, weiß, dass ohne Klausurenkurs, ohne dass man 50 Klausuren schreibt, a 5 Stunden, man eigentlich nicht zum Staatsexamen antreten sollte. Das liegt daran, weil man es eben auch üben muss, dass man verschiedene Probleme in Fällen kombiniert. Und als allerletztes, das ist dann die Krönung und darauf wird man letztlich vorbereitet mit all diesen drei anderen Punkten, ist man eben am Ende auch in der Lage, praktische Aufgaben zu lösen. Also zum Beispiel, jetzt habe ich das nicht aufgeschrieben, aber als Richter eben Urteile schreiben oder ich war
Wenn man Anwalt ist, schreibt man eine Menge Vermerke, Aktenvermerke schreiben oder man entwirft Verträge oder man verhandelt. Das sind im Prinzip die Tätigkeiten, die Juristen draußen tun. Gut, als letztes noch ein paar Lerntipps, die auch aus meiner langen Erfahrung herrühren. Ich habe auch eine Menge dazu gelesen und versuche mich auch ständig in dem Bereich weiterzubilden. Es gibt da eine Menge an interessanter Lektüre. Peak Performance habe ich jetzt mal gehört. Es gibt auch psychologische Literatur. Wen das interessiert, kann gerne in die Kommentare nochmal reinschreiben. Ich kann dann auch nochmal so eine Buchliste dazulegen, wie man eigentlich richtig lernt. Das Allerwichtigste, meine Damen und Herren, und das weiß wahrscheinlich jeder, ist Kontinuität. Also täglich was tun. Täglich was tun. Das heißt, man, egal ob man eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, 5 Minuten oder 2 Stunden, man sollte aber auf jeden Fall jeden Tag an Jura arbeiten. Es gibt diese berühmte 10.000-Stunden-Regel, die ist in der Wissenschaft umstritten, aber natürlich ist schon was Wahres dran. Wenn man sowas Komplexes wie die Juristerei beherrschen will, zumindest so beherrschen will, dass man praktisch damit arbeiten kann, dann muss man 10.000 Stunden Zeit investieren. Und das geht eben nicht, wenn man das immer nur an einem Tag in der Woche macht, sondern man muss täglich daran arbeiten. Das sorgt auch dafür, dass im Hirn die entsprechenden Strukturen so eingebrannt werden und warm gemacht werden, dass man wirklich, wenn man das ein, 2 Jahre macht, wird man enorme Fortschritte lernen, merken. Der nächste Punkt, den habe ich auch aus eigener Erfahrung immer wieder festgestellt, man sitzt dann da und denkt, ah, ich muss mir jetzt einen idealen Lernplan machen. Den Lernplan hält man eh nie ein. Das Beste ist, man lernt einfach und man lernt das. Ich habe Ihnen ja eine Menge gegeben. Sie können zum Beispiel sagen, ich lerne heute mal die Grundlagen im Zivilrecht, ja, Strukturen. Ich gucke mir mal Schuldrecht an oder die Leistungsstörungen oder ich gucke mir mal das Deliktsrecht an oder ich möchte heute mal an den 10 berühmtesten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts weiterarbeiten oder ich möchte mir mal Streitstände im Bereicherungsrecht angucken oder ich beschäftige mich mit aktuellen Fragen. Nehmen Sie sich immer das, was Ihnen Spaß macht, worauf Sie gerade wirklich Lust haben oder was gerade klausurrelevant ist und lernen Sie das einfach und machen Sie keine großen Pläne. Der wichtigste Plan ist, dass man eine Lernstruktur hat, nämlich dass man sagt, ich arbeite jeden Tag daran und das auch wirklich tut. Das ist viel wichtiger als irgendeinen hochkomplexen Lernplan. Man verschwendet dann eine Stunde für einen Lernplan, die man besser mit Lernen verbracht hätte. Auch wichtig, seien Sie neugierig. Geben Sie sich nicht zufrieden. Das ist bei jedem Studium so, wenn man sich wissenschaftlich mit irgendwas beschäftigen will, dann darf man sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden geben, sondern man muss immer überlegen, gibt es doch noch eine bessere Lösung? Ist das so? Ist das wirklich wasserdicht, wie ich das argumentiere? Was kann man dagegen sagen? Und all das verlangt, dass man neugierig ist, dass man einfach mehr wissen will. Konzentrieren sollte man sich natürlich auch, denn ohne dass man in diesen sogenannten Flow kommt, kann man komplexe Probleme nicht lösen. Also Sie müssen praktisch alle Ablenkungen von außen abschalten. Und wenn man immer wieder alle 3 Minuten durch ein Pling vom Smartphone unterbrochen wird, dann kommt man nie in diesen Flow, der es einem erlaubt, komplexe Probleme zu lösen. Juristerei ist ein Lesestudium, das heißt, Sie werden sehr viel lesen müssen. Und was muss man lesen? Natürlich erstmal gesetzliche Vorschriften, auch wenn das wirklich wehtut. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und eben Fachliteratur. Und man kann auch Romane lesen, gute Romane, das ist auch immer gut. Lesen ist wirklich wichtig. Zeitungen lesen könnte auch gut sein für die Allgemeinbildung, ist auch für Juristen wichtig. Aber was ich hier sagen will, wenn Sie Jura lernen wollen, müssen Sie einfach eine Menge Fachliteratur lesen. Wie lerne ich jetzt aktiv, wenn ich lese? Es gibt da die SQ3R-Methode, die im Wesentlichen darauf beruht, dass man sich vorher einen Überblick verschafft, können Sie auch googeln, SQ3R. Ich kann Ihnen das auch verlinken, wenn Sie mir das in den Kommentaren nochmal posten. Aber ich habe hier versucht, das Wichtigste aus der Methode zusammenzufassen, nämlich erstmal, dass man sich vorher überlegt, was möchte ich eigentlich erreichen mit der Lektüre, was sind meine Fragen an den Text, dass man selbst denkt über den Text, dass man nicht den Text einfach nur aufnimmt, sondern immer wieder überlegt, sind meine Fragen jetzt beantwortet, die ich vorher hatte, wie sind die beantwortet, was ist mir noch unklar. Und aus all dem muss man ein Lerndestillat erstellen. Lerndestillat hört sich so ein bisschen wie Schnaps an, aber ja, es ist eben das, was am Ende, wo Sie für sich sagen, das möchte ich daraus lernen und das möchte ich auch behalten. Wir werden gleich sehen, das ist auch das, was Sie eben ständig wiederholen müssen. Dieses Lerndestillat ist extrem wichtig. Also Sie müssen im Prinzip das, was Sie vorher als Fragen, vielleicht auch sogar schriftlich formuliert haben, dann auch beantworten. Sie müssen sagen, ich wollte lernen,
Was sind die drei wichtigsten Tatbestände des Deliktsrechts und wie unterscheiden die sich voneinander? Und dann schreiben sie am Ende eben auf, was sie gelernt haben, dass es diese drei verschiedenen gibt, welche das sind, wie die sich unterscheiden. Lerntagebuch führen halte ich auch für wichtig. Das ist was anderes als einen Lernplan zu machen. Ein Lerntagebuch heißt, dass sie jeden Tag aufschreiben, was sie getan haben. Und dazu gibt es prima Online-Tools. Ich benutze zum Beispiel Toggle, T-O-G-G-L. Es gibt aber auch ganz viele verschiedene Timesheet- und Time- oder Zeiterfassungssysteme. Sollten Sie wirklich tun, um Transparenz darüber zu haben, was Sie eigentlich an welchem Tag tun. Sie können dann die verschiedenen Kategorien des Wissensaufbaus oder der Fallanwendung eben als verschiedene Einträge markieren, sodass Sie dann immer sehen, wie viel Prozent habe ich eigentlich Wissen aufgebaut, wie viel habe ich angewendet. Ist extrem interessant. Wer das eine Weile macht, kann das gerne hier auch nochmal posten in den Kommentaren. Links dazu und ich gucke mir das gerne mal an. Natürlich am Anfang steht Wissen im Vordergrund, aber am Ende muss man eben auch gerade vor dem Examen sehr viel anwenden üben. Jura, bisher haben wir das alles immer alleine gemacht. Jura ist aber auch, macht aber mehr Spaß auch zu zweit oder zu dritt, denn letztlich ist die Juristerei auch sehr viel verhandeln und diskutieren. Das heißt, diskutieren Sie Ihre Lernergebnisse, diskutieren Sie Ihre Antworten auf die Fragen, diskutieren Sie Ihre Erkenntnisse, Ihre Falllösungen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen. Testen Sie Ihre Argumente, kann man dagegen Argumente bringen? Das ist wichtig und am Ende des Tages, und deswegen steht das hier, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ohne wiederholen geht es nicht. Ich habe in meinem eigenen Studium die Erfahrung gemacht, dass ich, bis ich die Sachen konnte, sie 7-mal lesen musste. Also 6-mal wiederholen, insgesamt 7-mal machen. Vielleicht sind einige von Ihnen begabter und können sich die Sachen besser merken, aber es ist leider so, man muss wirklich, wirklich oft wiederholen. Und auch die Forschung, die psychologische Forschung hat dazu ja auch Ergebnisse gemacht. Das heißt, die erste Wiederholung sollte möglichst schon nach 4 Stunden erfolgen. Die zweite Wiederholung dann innerhalb eines Tages. Dann kann innerhalb 3 Tagen die dritte Wiederholung erfolgen. Die vierte dann nach einer Woche. Die fünfte dann nach einem Monat. Und die sechste Wiederholung dann nach 3 Monaten. Wenn Sie so einen Rhythmus einhalten, den kann man mit Karteikarten sicher auch gut selbst machen. Es gibt auch Online-Tools wie zum Beispiel Repetico. Die legen Ihnen dann die Karteikarten auch regelmäßig wieder vor, gerade die, die Sie nicht gekonnt haben. Also das ist das Zentrale, was man braucht, wenn man wirklich Wissen und Anwendungswissen und theoretisches Wissen über eine Weile ansammeln will. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr auf der Seele gelegen, das mal als Video zu verfilmen. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Video. Wie gesagt, es kommen demnächst mehr. Und ja, bis dann.